Alter, bin ich bad. Und jetzt überlebt sie sogar, oder was? Nee. Oh mein Gott, bin ich am Runterlaufen. Who's that Pokémon? Oh no shit. Oh, what the fuck? Der Champ ist jetzt dran. Oh Gott, wir dürfen Gangplank spielen. Oh hell yes. Okay, Gangplank Time, Leute. Let's go. So, jetzt ist die Frage, Ben wäre Syndra oder Ori? Oder Vladimir? Ich nehme Vladimir raus. Oh shit, actually könnten wir Dark Harvest Full Crit GP probieren. Was? Boah, ne, oder da sehen wir uns doch mal. Dark Harvest Full Crit GP Mitte. Mit Ultimate Hunter für mehr Ultis. Ich sag mal, wie es ist. Ich sehe mich da. Ne? Doch, das klingt sehr, sehr gut. Das wird ein Lose. Ich sehe es schon. Mein GP ist schon sehr gut bis jetzt hier, ne? Ich meine, er ist schon sehr, sehr gut aktuell, so ein Gang. Ja gut, die Lane ist jetzt so gut für uns. Aber GP an sich ist crazy. Da bist du mal eigentlich Grasp. Na, wir spielen da Chaos. Aber Grasp ist dann, aber Grasp ist so. Nein, wir spielen da Chaos. Was tippt ihr eigentlich, habe ich für eine Win-Ratio, wenn das Projekt am Ende ist? Ich habe halt das Gefühl, wenn wir jetzt dann in Diamond langsam ankommen, dann wird's knackig, ja. Dann wird's wirklich knackig, ja. 70%? Ihr denkt echt 70%? Das ist schon ziemlich krass. Oh, jetzt fängt's an. Jetzt kommen nämlich schon die ersten Diamond-Spieler hier an Start, Jetzt kommen schon die ersten Diamond-Spieler an Start. Gucken wir mal kurz wieder in den Smurf-Check. Lassen dann nach Diamond die Smurfs wieder ein bisschen nach? Ja, das ist jetzt ein ganzes Diamond-Game ist das jetzt. Let's go. Kannst du AP gehen? Nee, das ist zu schlecht, AP. Das ist zu schlecht, du. Also, wir können von mir aus Liandris viertes Item bauen. Alter, wie es regnet. Warte mal ganz kurz, ich mache hier mal. Holy shit. Wie es rauscht, es ist so schön, wisst ihr? Weil wenn der Regen so aufs Dach prasselt, ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber ich finde, das ist so ein geiles Geräusch. Dieses Prasseln vom Regen. Die ganze Zeit. So, voller Fokus, Leute. Das ist der Kha'Zix, den wir letztens hatten. Der hat irgendwie eine super krasse Win-Ratio, aber der hat super reingeintet. Bist du eher ein Hunde- oder Katzenmensch? Oh, ich finde tatsächlich beide. Also, ich finde Hunde und Katzen super cool als Haustier. Wie gesagt, also, wenn jetzt. Diesen Monat ist, glaube ich, realistisch, dass ich mich auch entscheide, ob ich einen Hund oder eine Katze nehme. Das ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass ich mir ein Haustier hole den Monat. Weil jetzt ist dann alles fertig. Also auf jeden Fall bin ich weich wie Butter gerade. Das ist nicht so gut. Ich bin schon sehr, sehr weich hier. Sag mal, wie mir jedes Mal der Dark Harvest Proc angezeigt wird, ich ihn aber nie bekomme. Okay, endlich. Actually nicht so gut, die Lane bis hierhin. Außerdem sind wir extrem anfällig für Gangs. Also ich sag mal, vom Gank-Timing wäre es sehr gut möglich, dass er mitkommt. Ich hatte es noch erwähnen wollen. Oh. Ich hätte gerne noch den Dings bekommen. Den einen Dark Harvest Stack hier. Schade, ey. Ich hätte sogar nach oben gewordet. Wahrscheinlich nicht probieren. Also ich habe natürlich sehr, sehr dumm getradet. Ne? Es war nicht gut bis jetzt, die Lane von mir. Das war schön konzentriert bleiben hier. Hoffentlich wird das ein spannendes, langes Game, weil dann können wir mit GP richtig schöne Late-Game-Plays hoffentlich zeigen mal. Die Trades fühlen sich wahnsinnig schlecht an auf der Lane hier, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem normalen Grasp-GP. Merkt, die hatte Flash? Lol, für der Flash ab. Ich dachte, die wäre davor weggeflasht. Jetzt habe ich natürlich sehr, sehr sauber geintet hier bis jetzt. Sollte ihn jetzt töten. Und ich gehe hin und sterbe. Alter, bin ich bad. Und jetzt überlebt sie sogar, oder was? Nee. Oh mein Gott, bin ich am Runterlaufen. Wenn ich einfach nur mich nicht vom Coup treffen lasse, ist sie tot und wir sind raus. Jetzt müssen wir uns gerade hinsetzen. Okay. Mute all, full focus. Jetzt müssen wir uns gerade hinsetzen. Ich probiere aber wirklich mit allen Mitteln uns zu helfen, egal. Aber das bringt uns leider nicht so viel, diese Art von Gangs, ha? Hätte ich klauen können, ich glaube, dann wäre die ausgerastet, die Kamera. Ne? Ich hätte den hätte ich securen können, meine ich damit natürlich fürs Team. Falls der Jarvan uns gankt, müssen wir sofort flashen dann. Nate, der probiert uns zu helfen, aber der hilft uns echt gar nicht, mit seinen Gangs. Er hilft uns leider überhaupt nicht mit seinen Gangs hier die ganze Zeit.
das war jetzt huge für mich, aber das ist jetzt natürlich genau, was ihr sehen wolltet, ja, zu dem Zeitpunkt. Das ist ganz, ganz genau das Richtige. Nehmen wir uns hier schnell die Wave. Das ist missing. Gehen wir hier für Mercs, maybe? Gehen für Mercs, gehen für mehr CDR, damit wir mehr mit unserer Ulti arbeiten können. Zeitpunkt ist der Midlaner von denen gebrochen. Ja, das ist das Wichtige. Und der TP. Ja, wir wollen jetzt weiter farmen, bis wir unsere Trinity haben im besten Fall. Na, keine Double Buff mehr jetzt, ne? Es wäre ganz schön, wenn ich anfangen könnte, ohne zu inten, mal eins von den Games. Weil die letzten drei Games habe ich die Early Lane geintet und musste mich dann erst ewig lang zurückarbeiten. Aber jetzt sind wir natürlich schon sehr weit ahead zu dem Zeitpunkt. Wir haben jetzt dann auch unsere Trinity, wir haben unseren Kalbrock. Jetzt resetten für die Trinity. Jetzt schauen wir, dass wir das hier kurz ein bisschen reinpushen. Shit, meine Ulti hat mich kurz. Mein Gott, das mache ich da so lange. Also beziehungsweise, ich darf die Platte sogar nehmen, aber ich muss dann halt sofort hier rausgehen. Also das ist halt einfach lieblich. Ich will sehr, sehr gerne First Turret haben, bitte. Ich hab gedacht, der wirft sein E da in den Busch, ne? Deswegen bin ich umgedreht nach da. Ich dachte, der wirft da sein E in den Busch, leider. Es ist sehr, sehr, also das cool zu dodgen ist noch relativ einfach, ne? Da habt ihr wahrscheinlich hier diesen kleinen Unstep gesehen, damit er die praktisch in die falsche Richtung wirft. Aber das E zu dodgen ist extrem schwierig von Jarvan. Ja, ich bin immer noch super, super weit ahead hier in Mitte. Ein bisschen mehr Crit-Chance, ne? Muss man ein paar Dakarvis 6. Halt, wir kriegen ja noch einen. Ist immer noch der First Turret da vor Krabs, ne? Was da machen wir jetzt? Oh mein Gott, schon wieder. Muss ich sagen. Mr. Lux dann. Ich bin jetzt schon Level 13. Ich weiß nicht warum, aber das kommt mir irgendwie sehr früh vor. Warum bin ich Level 13? Nice, das war doch schon mal sehr, sehr knackig hier. Hä? Ich habe so Crit-Luck gerade, muss ich mal kurz erwähnen. Das ist insane, wie ich Crit-Lucke. Gegen den Sion kann ich, glaube ich, schon noch mal gewinnen, oder? Komm, das testen wir aus. Ich meine, der ist Full Armor. Aber wenn ich die Barrel-Kombis richtig spiele, dann stirbt der, glaube ich, instant. Beziehungsweise lasst uns das hier auch noch kurz nehmen, ne? Nice. Das ist sehr, sehr gut, wenn unser Team stirbt ein bisschen und ein bisschen verliert. Und es die Möglichkeit gibt, dann noch schöne Late-Game-Plays zu machen hier gleich. Oh, schön, ey. Oh, shit. Der Jarvan kommt nach oben. Wir müssen ja für irgendein sneaky Play hinten gehen. Das war nicht so sneaky, hä? Das war nicht so sneaky!
Dark Harvest Plank. Oh, bitte lass mich den einmal antröten. Oh, ich glaube, ich hätte den mit einem Trötenschuss hätte ich den gekriegt, ne? Ja, vielleicht stiehlt ihn der Job. Oh, der ist bei mir. Das ist nicht so gut. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen, dass der nicht für den Steal gegangen ist, der Jarvan, sondern zu mir gegangen ist da, ne? Willst du verlieren oder was? Nee, ich will bloß mehr Plays machen. Bis jetzt habe ich noch nicht so viele, weißt du? Das ist ein bisschen play-arm, das Game hier. Ja, nur wichtig, dass er nicht den Fehler macht, dass er da ganz in die Turret-Range reinläuft. Ah, schade, ey. Ich glaube, das ist schon ein Game. Schade, Mann. Aber da hat man so ein bisschen das Potenzial gesehen. Ne? Ja, ne? Ach, das war ein sehr, 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 sehr sloppy GP-Game. Also, das ist eigentlich nicht. Das war jetzt eigentlich nicht so, wie ich das gerne gezeigt hätte. Auf meinem absoluten Main-Champion. Wie viele Tode hatte ich? Habe ich die Double Digits noch geschafft am Ende? Hoffentlich nicht, ja. Wir auch nochmal Richard. Der hat sehr, sehr gut gespielt, ja. Ey, Gold 1. Let's go. Ein sehr, sehr unsauberes Game. Goddammit. Wenigstens Most Damage.